Du kennst das Problem auch. Du möchtest einen Schubkocher benutzen und dann hast du diesen hier, einen Plattfuß. Und wie wir diesen Plattfuß reparieren, das ist in einer Nebenfolge von Jörg erklärt. Ich habe mir im Netz jetzt einen neuen Schlauch bestellt. Gibt es verschiedene Durchmesser, müsst ihr mal den Durchmesser ausmessen von euch, von der Außenseite des Reifens bis hier zur Außenseite. Meistens ist es so zwischen 350 und 400 mm. Also erstmal ausmessen, danach bestellen. Link unten in der Videobeschreibung, wie immer bei mir drin. Und dann kann es losgehen. Als nächstes brauchen wir noch zwei 17er Schlüssel. Und werden wir jetzt erstmal unser Schubkarrenrad hier lösen. Und sie kommt auch schon herunter. Wir uns unsere Lichtscheibe noch entfernen. Und unser Rad jetzt abnehmen. So, als nächstes mache ich erstmal meinen Schubkarrenrad etwas sauber mit dem Besen. Stand jetzt draußen, hat geregnet, dann sieht das immer so aus. Das machen wir von beiden Seiten, tue den Reifen auch schön sauber abkehren, dass hier kein Schmutz dran ist. So, und jetzt können wir natürlich schon unser altes Ventil hier herausdrehen. Das sind solche Ventilkappen. Die haben oben auf dem Ansatz noch einen Ventillöser dran. Finde ich schon mal sehr gut, solche Kappen. Besser als wenn man nur ganz runde Kappen hat, die sich dann nur dieses Ventil verschließen. Und mit diesen kann man auch mal ein Ventil austauschen. Wenn es natürlich jetzt rauskommen würde. Na. So, jetzt haben wir unsere Ventile schon gezogen und damit setzen wir schon Luft hier rein. Und als nächstes benötigen wir noch ein Montiereisen, wie hier auf dem Bild zu sehen. Also Montiereisen kann ich jedem nur empfehlen, sich sowas mal zuzulegen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, gibt es so etwas kleiner, wie hier zum Beispiel, also von daher. So, und als nächstes drücken wir jetzt unseren Reifen hier herein, gehen mit unserem Montiereisen hier herein, setzen das an und tun unseren Reifen jetzt hier drüber setzen. Als nächstes nehmen wir einen Schraubenzieher, der nicht ganz so spitz ist, tun den hier reinstecken und damit unser Reifen jetzt hier nicht wieder hereinflutscht. Und als nächstes tun wir jetzt das soweit hier heraushebeln. Wenn ihr seht, immer mit dem Rand hier dahinter daherhaken, dann hüpft der Reifen ohne mehr rein und geht einfach und schnell vonstatten. Mit dem Hebel ansetzen, also der Montierhebel ist wirklich sehr wichtig dafür, wenn ich jeden nur warm ans Herz legen. Sich so ein Ding zuzulegen, weil damit tut man den Reifen nämlich nicht beschädigen, weil das schön rund ist hier, keine scharfen Kanten und von daher passiert dann dem Reifen, dem Schlauch drin auch nichts. Jetzt werden wir den Schlauch hier entfernen und da drücken wir unser Ventil hier herein. Drum hing so Ventil. So sieht er aus, der Schlauch. Machen wir erstmal draußen. So, mal auskippen schön.
Und als nächstes nehmen wir jetzt unseren neuen Schlauch und werden den jetzt hier einfädeln. Link zum Schlauch unten in der Videobeschreibung. Alles drin. Und jetzt ist hier natürlich unser Schlauch zu sehen. Die kleine Ventilkappe. Das sind hier die normalen Ventilkappen, die ihr sehen könnt. Und die andere, die ich hatte, das war eine schraubbare Ventilkappe. Wo man, das ist der Unterschied jetzt so, das ist die normale. Und so sieht die schraubbare aus, die hier oben einen Schraubverschluss mit dran hat, wo man das Ventil immer nachziehen kann. Manchmal ist es auch nicht ganz fest, so, oder wechseln kann. Also finde ich immer sehr gut. So, und als nächstes können wir jetzt unseren Schlauch hier wieder hereinlegen. Und das werden wir jetzt mal als erstes mit der Ventilseite tun. Herum. So, mit dem Schlauch hier ein bisschen einfädeln. So, wo ist mein Ventil? Hier ist mein Ventil. Jetzt werde ich als erstes jetzt das Ventil hier in das Loch versuchen zu stecken. So, haben wir es hereingesteckt und jetzt kann ich meinen Schlauch auch jetzt hier schön um die Felge herum reinlegen. Also schön über die Felge, über den Felgrand schieben. Das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt schon machen. Wenn wir das jetzt nämlich nicht machen, dann kann es passieren, dass wenn wir den Reifen aufziehen, den Schlauch beschädigen mit dem Reifen, wenn der Schlauch immer dazwischen hängt. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Weil wir wollen ja reparieren und nicht kaputt machen. So, und den Schlauch schön nach unten drücken. So, dass die Felge oben frei liegt und unser Schlauch hier nicht eingequetscht wird. So, das haben wir jetzt gemacht. Und als nächstes heißt es, den Reifen wieder aufziehen. Geht ganz einfach, wie immer, machen Tiereisen. Geköpfte Seite nach unten ansetzen und drüber ziehen. So, ihr seht, geht ganz einfach. Also, das ist jetzt kein Autoreifen, dass es da tierisch kompliziert ist. Einfach herüberhebeln und schon geht die Sache. Rüber und genau. Und damit sind wir auch schon fertig. So, als nächstes können wir auch schon unsere Luftpumpe holen. Bei mir sieht das so aus. Druckluftschlauch aufsetzen. Schon mal ein bisschen Druck drauf geben. Und nochmal gucken, ob der Schlauch auch wirklich nie dazwischen hängt hier. Und dann können wir auch schon ordentlich Druck drauf geben. Und fertig. Ich tue jetzt hier wieder meine alte Kappe drauf drehen, nicht meine neue. Und damit ist jetzt quasi mein Schubkarren halt fast wieder einsatzbereit. Hat sich jetzt wieder schön in die Felge gesetzt, der Reifen. Einmal frei und kann man jetzt wieder einbauen. So, als nächstes machen wir das mal ein bisschen sauber hier, die ganze Geschichte. Wenn wir das einmal draußen haben, das Rad, können wir ja ordentlich sauber machen. Und können jetzt unsere Welle wieder auf das Rad stecken. Vorher tue ich meine Welle noch etwas einsprühen mit Kleid- und Schmierfettspray. Denke ich auch nochmal Link in die Videobeschreibung, wo ihr euch sowas bestellen könnt. Einmal im Haus, immer da. Also holt euch sowas, ihr werdet es nie bereuen. So, Welle hereingesteckt.
schön geschmiert, wunderbar. Das war jetzt eine Kunststoffhülse, also eine Kunststoffsache bei mir hier in diesem Rad, ein Kunststofflager, aber das tut der Sache jetzt nichts abbrechen. Und jetzt nehmen wir einfach, tun jetzt unsere Unterlegscheibe aufziehen. Und drehen jetzt unsere Mutter hier auf und ziehen die ganze Geschichte jetzt mal fest. Ja, und wie ihr hört im Hintergrund, Fragen beantworten für YouTube nebenbei beim Videodreh. So, und jetzt tun wir das. Wir gehen das jetzt anziehen. Schön. Handfest ordentlich. Und wenn wir das hier ordentlich festziehen können. Und von daher dann ist unser Rad einwandfrei. Läuft schön. Wunderbar. Wenn ihr seht, einwandfrei. Wieder farblichen Einsatz. So schnell kann es gehen. Keine 10 Minuten gedauert. Also von daher einfach Schlauch bestellen, reinmachen, fertig. Und zum Kochen ist dann immer wieder einsatzbereit. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal wieder was Neues aufzeigen oder wie man sowas schnell und einfach vor allem auch selber macht und dann nicht erst irgendwo hinrennen muss oder das machen lassen muss. Denn wie sage ich immer, selbst ist der Mann. Und denn wir sind auf die Welt gekommen, nicht mit zwei linken, auch nicht mit zwei rechten Händen, sondern mit einer linken und einer rechten Hand. Und damit sollen wir doch mal was anfangen. Wenn es gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben und bitte teilt dieses Video. Wenn ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt bitte gerne hier unten nachholen und bitte auch die Glocke daneben aktivieren. Denn dann erhaltet ihr immer eine Info, wenn es neue Videos gibt von Jörg erklärt.